Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nähtutorial von Nähen mit Burda. Heute nähen wir einen tollen Allrounder. Dieser elegante Rock macht sich nicht nur auf der nächsten Weihnachtsfeier gut, sondern ist auch perfekt für den Alltag. Wir nähen heute mit der Brora Innovis F400, die sich super für deine kreativen Nähprojekte einsetzen lässt. Für den Rock verwenden wir einen edlen Plissé-Stoff und einen hellen Futterstoff von Hemmers E-Tex. Zusätzlich benötigst du ein breites Gummiband, farblich passendes Nähgarn, Schneiderkreide, Nähmaschinennadeln, ein Geodreieck, Maßband, Stecknadeln, eine Stoffschere, eine Fadenschere, eine Papierschere sowie Kopierrädchen, Kopierpapier und ein Handmaß. Zuerst ermittelst du deine passende Burda-Style-Größe. Für den Rock benötigst du deinen Taillen- und Hüftumfang. Wie du dich richtig ausmisst, erklären wir dir in unserem Video richtig Maß nehmen. Markiere dir jetzt deine Maße in der Größentabelle auf dem Schnittbogen. Wenn deine gemessenen Maße von der Größe in der Tabelle abweichen, kannst du dein Schnittmuster mit Hilfe unseres Videos Schnittanpassung am Papierschnitt abändern. Markiere dann die Kontur deiner Größenlinie mit einem farbigen Stift. Der Futterrock ist kürzer als der Oberstoff und auf dem Schnittteil gekennzeichnet. Fürs Zuschneiden kannst du das Futterteil entweder auf Seidenpapier abpausen oder den Schnitt einfach an der Futterlinie nach oben falten. Schneide das markierte Schnittteil nun sauber aus. Als nächstes wird der Stoff zugeschnitten. Wie du die Schnittteile auf dem Stoff anordnest, siehst du auf dem Zuschneideplan auf dem Schnittbogen. Wenn du den Plissé längs verarbeiten möchtest, drehe die Schnittteile um 90 Grad. Das Ergebnis siehst du hier rechts. Falte nun den Stoff längs zur Hälfte. Die rechte schöne Seite liegt innen und die Webkanten liegen aufeinander. Stecke das Schnittteil zweimal an der Bruchkante fest und zeichne rundum 1,5 cm Zugabe für die Nähte und den Saum an. Jetzt kannst du die beiden Teile ausschneiden. Für das Futter falten wir das Schnittteil an der Futterlinie nach oben. Schneide den Futterstoff wie im vorigen Step zu. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, werden die Schnittkonturen und Saumlinien auf dem Stoff markiert. Dazu verwendest du am besten ein Kopierrädchen und das Burda-Style-Kopierpapier. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du in der Packung des Kopierpapiers. Nun kannst du die Schnittteile vom Stoff entfernen. Und jetzt kann es auch schon losgehen mit Nähen. Lege die Rockbahnen rechts auf rechts aufeinander und fixiere die Seitennähte mit Stecknadeln. Für sehr dünne Stoffe wie diesen Plissé verwendest du am besten eine Nadeldicke von 70 oder 80. Nähe die Seiten in 1,5 cm Abstand zur Kante aufeinander und sichere Nahtanfang und Ende durch Rückstiche. Schneide die Nahtzugaben auf die Hälfte zurück und versäubere die Kanten. Für ein perfektes Ergebnis benutzen wir hier die Overlock 4234D von Brora. Du kannst die Kanten aber auch mit einem Zickzack oder Versäuberungsstich an deiner Nähmaschine versäubern. Bügle anschließend die Nahtzugaben zu einer Seite. Den Futterrock nähst du genauso wie im vorherigen Step. Wende beide Rockteile auf rechts und ziehe den Rock aus Stoff über den Futterrock, sodass am Futter die rechte und am Stoff die linke Seite aufeinander liegen. Stecke die obere Kante so aufeinander, dass die Seitennähte genau aufeinandertreffen. Hefte dann die oberen Kanten mit einem langen Stich aufeinander und versäubere die Nahtzugabe. Als nächstes reißt du die obere Rockkante für den Gummibund ein. Dafür stellst du die größte Stichlänge an deiner Nähmaschine ein und steppst entlang der oberen Kante im Abstand von 1 cm zur Kante. Unterbreche die Naht jeweils an den Seitennähten und lass die Fäden lang stehen. Die zweite Naht wird genauso im Abstand von 1 cm zur ersten Naht genäht. Ziehe an den Fadenenden und reihe den Stoff auf die Weite deiner Größe ein. Die Maße findest du in der Anleitung. Verknote dann die Fadenenden und verteile die Weite gleichmäßig. Jetzt legst du den elastischen Gummibund um deine Taille und misst eine angenehme Weite ab. Markiere dir die Stelle mit einer Stecknadel. Zu dieser Markierung gibst du dann noch 3 cm dazu und schneidest den Gummibund in der ermittelten Länge ab. Steppe die Enden des Gummibunds in 1,5 cm Abstand zur Kante aufeinander.
Markiere jetzt die Seite gegenüber der Naht mit einer Stecknadel. Diese trifft dann auf die Seitennaht am Rockteil. Falte den Bund so, dass Naht und Stecknadel aufeinander liegen. Markiere die Seiten jeweils mit einer Stecknadel. Jetzt steckst du den Gummibund links auf rechts auf das Rockteil. Dabei treffen die Markierungen am Bund folgendermaßen auf das Rockteil. Die Naht am Gummibund und die gegenüberliegende Seite treffen jeweils auf die Seitennähte. Die zwei Nadeln in der Mitte treffen auf die vordere und hintere Mitte am Rockteil. Stelle an deiner Nähmaschine einen flachen Zickzackstich ein. Dehne den Gummibund leicht und nähe ihn entlang der unteren Kante auf das Rockteil. Versäubere nun den Saum am äußeren Rockteil. Bügle die Nahtzugabe 1,5 cm nach innen um und steppe sie rundum in 1,2 cm Abstand zur Kante fest. Der Saum am Futterrock wird zweimal eingeschlagen und festgesteppt. Dazu bügelst du den Saum erst 1,5 cm nach innen um. Falte ihn wieder auf, schlage ihn zur Hälfte ein und bügle die eingeschlagene Saumkante. Steppe dann den Futtersaum in 0,5 cm Abstand zur Kante rundum ab. Und schon ist dein Rock fertig, ob elegant zur Party oder ganz casual mit lässigem Strickpulli und Sneakern im Büro. Dieses Teil lässt sich vielseitig einsetzen und macht immer eine gute Figur. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda. Dieses Video wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von unseren Partnern Brother und Hemmers E-Techs.